Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute geht es um dieses Riesenpaket, das ist heute bei mir angekommen, zwar von der Firma Nigrin. Autopflege leicht gemacht. Nigrin ist ja wahrscheinlich jedem von euch bekannt, macht seit vielen, vielen Jahrzehnten schon gute Autopflegeprodukte rund um den Innen- und Außenbereich vom Auto. Macht auch andere Produkte. Ich wurde da als Testkandidat ausgewählt und bekomme jetzt mehrere Produkte nacheinander zugeschickt. Das ist das erste Paket und das ist jetzt speziell für den Innenraum gedacht, für die Innenraumpflege. Und das schauen wir uns jetzt einfach mal gemeinsam an, was da alles so mit dabei ist. Und dann legen wir einfach mal los. Paket auf. Finde ich ganz gut, wie sie das so verpackt haben in so einem richtigen Testpaket. Also heißt nicht nur Testpaket, so ist auch wirklich eins. Dann haben wir hier erstmal ein bisschen Plastik zum Knallen lassen. Und was haben wir jetzt alles hier drin? Also da kommt zunächst einmal eine Flasche Cockpit-Lotion. Dann eine Flasche Scheibenreiniger, Spray. Dann haben wir hier eine Sprayflasche Lederpflege und eine ganz große Flasche Aktivschaumreiniger. Und dann geht es weiter runter. Und dann haben wir hier noch verschiedene Mikrofasertücher, einmal für Leder. Die sind immer 40x40. Einmal für Cockpit. Steht immer ganz drauf hier unten an der Ecke. Das finde ich ganz gut. Da kann man auch nichts verwechseln. Einmal für Glas. Und einmal für Polsterreinigung. Genau. Das ist der ganze Paketinhalt gewesen. Also ihr seht, da gibt es einiges zum Testen. Und jetzt schauen wir uns einfach mal kurz ein Produkt nacheinander ab. Und dann immer das passende Tuch dazu. Fangen wir einfach mit dem hier an. Also die Cockpit-Lotion ist seidenmatt. Die meisten Cockpits im Innenraum sind ja seidenmatt. Es ist ja kaum noch eins, wo glänzt und so weiter. Früher war das immer ein bisschen ein Problem, weil da manche glänzig waren, manche nicht. Und dann hat manche Cockpit-Pflege Mittelchen haben da ganz schön Schaden angerichtet, aber in dem Fall passt es wunderbar. Ich habe einen Astra, fahre ich, und da passt natürlich Seidenmatt wunderbar. Besonders ergiebig mit UV-Schutz ist ja auch wichtig, wenn dann die Sonne reinfällt. Pflegewirkung 4 von 5. Also die haben das dann in 5 Kategorien eingeteilt oder in 5 Punkten eingeteilt und das ist jetzt eben, da gibt es halt auch nochmal ein besseres anscheinend. Oder dann eben 5 hat und das ist jetzt eins drunter. Reinigt wirksam und pflegt besonders reichhaltig und langanhaltend. Reinigt schonend und umweltfreundlich. Genau, was steht hinten noch drauf, wie man es anwendet? Man soll es also die Lotion auf das Tuch hier geben und dann auf dem Cockpit eben anwenden, auf die Kunststoffteile. Das mache ich sowieso immer, weil man da eben dann nicht das Problem hat, dass es dann eben auf irgendwelchen Scheiben oder so landet, sondern ich spraye es eigentlich grundsätzlich immer erst aufs Mikrofasertuch und wende es dann an. Dann ist es auch gleichmäßiger verteilt, wie wenn man es jetzt irgendwo auf eine Fläche sprüht und dann verreibt. So mache ich das sowieso immer. Jo, vom Mikrofasertuch her fühlt sich auf jeden Fall flauschig an, ist auch hoch von den Fasern her. Man muss halt immer aufpassen. Gut, beim Cockpit ist es jetzt nicht so schlimm, aber beim Lack wäre es jetzt halt nicht so gut, wenn jetzt außen dieser Rand hier wäre, weil der kann natürlich auch Kratzer verursachen. Ist im Innenraum aber weniger das Problem. Hier steht es nochmal: Mikrofasertuch zur Cockpitpflege. Hohe Fasern erreichen auch feinste Kunststoffstrukturen. Genau. So, das war Produkt Nummer 1. Stellen wir es mal hier auf die Seite. Das Tuch vorne hin, dass es eben dann passt. Nächstes Produkt wäre hier der Nigrin Scheibenreiniger. Finde ich auch gut, dass es hier gleich so eine Spraydose ist. Muss man nicht ständig nachpumpen. Mehr Sicherheit durch klare Sicht.
Und der Vorteil ist, der Schaum bleibt dann halt auch schön auf der Scheibe eben kleben, sage ich jetzt mal, oder haften, sodass der nicht gleich sofort runterläuft wie bei den flüssigen Scheibenreinigern. Reinigt Autoscheiben innen wie außen, Streifen und Schlieren frei. Ja, das ist ja auch immer das Problem. Da reinigt man die Scheiben, meint man hat sie jetzt sauber, dann scheint, fährt man auf einmal in die Sonnen. Gegend und dann hat man auf einmal die ganzen Schlieren wieder in Sichtweite. Das ist mir schon sehr oft so gegangen. Entfernt gründlich Insekten, Silikon und Fettrückstände. Verläuft dank haftender Schaumrezeptur nicht und ermöglicht so eine mühelose Scheibenreinigung. Genau das, wie ich eben gesagt habe. Dazu gibt es dann hier eben auch das passende Tuch für die Glasreinigung. Das ist jetzt hier ganz fein gehalten und hat eben hier auch eine ganz feine Struktur und sorgt eben hier für den streifenfreien für die streifenfreie Reinigung. Anwendung, ja, Dose schütteln und dann eben hier auch aufs Tuch sprühen und dann die Glasflächen abreiben. Genau. Vor Frost schützen, das ist klar, sollte man halt nicht im Auto lassen, wenn es dann gefriert, aber momentan ist Sommer. Genau, also man merkt schon hier die Unterschiede. Hier langflorig und hier kurzflorig. Ja. Also ist halt auf, für jedes Produkt gibt es halt auch das passende Mikrofasertuch bei Nigrin. Oder für jedes nicht, aber für die auf jeden Fall. So, hier haben wir die Lederpflege. Das ist so eine kleine handliche Sprühflasche. Oh, die war schon leicht offen. Es ist auch ein bisschen was ausgelaufen in dem Testpaket, habe ich gesehen. Könnte von der hier gewesen sein, weil das war ganz locker hier. So, Lederpflege. Ich habe gar nicht viel Leder im Auto, Lederlenkrad, Lederschallknauf. Aber viel mehr ist gar nicht Leder. Aber ich habe zu Hause auf jeden Fall noch ganz viele Ledermöbel und auch unser Zweitwagen hat einige Ledersachen drin. Also von daher kann ich es auf jeden Fall gut testen. Pflegt professionell und tief. Gründig Kunststoff und Leder, Vinyl und Gummi. Also gut, man kann auch natürlich nicht nur Echtleder damit pflegen, sondern eben auch andere Materialien. Also gut, da kann ich es natürlich doch sehr gut einsetzen. Beugt vorzeitige Alterung, Versprödung und Ausbleichung, Austrocknung, Verfleckung, Verfärbung nachhaltig vor. Hält weich und geschmeidig. Wirkt farbauffrischend und anti statisch, jo. Und hat auch eben den UV-Schutz drinne, ist ja ganz wichtig. Anwendung alle 6 Monate wiederholen. Also ihr braucht es nicht jede Woche oder so machen. Zweimal im Jahr reicht hier auf jeden Fall. Und das soll man hier eben auch auf das Lederpflegetuch hier geben. Ihr könnt natürlich auch ein anderes Tuch nehmen. Also ihr müsst jetzt nicht, wenn ihr das Produkt kauft, unbedingt immer so ein Tuch mit dazu kaufen. Wenn ihr schon welche zu Hause habt, dann halt einfach die. Die waren natürlich jetzt bei mir dabei. Und ich muss mir dann natürlich dann auch die hernehmen, wenn ich das testen will. Genau, das war das hier. Und das passende Tuch, das kommt mir jetzt ziemlich ähnlich mit dem hier vor. Wobei, ne, das hat doch noch ein bisschen andere Struktur. Aber ist ähnlich. Also man könnte wahrscheinlich auf ein Tuch für beide Anwendungen nehmen. Auch 40x40. Und achso, das habe ich noch nicht gesehen. Pflegewirkung ist hier 5 von 5. Also das ist dann das High-End-Produkt bei Nigrin. Steht auch Nigrin Performance, steht es überall drauf. Da steht es auch mit drauf. So, dann kommen wir zum letzten Produkt hier. Das wäre der Aktiv-Schaumreiniger. Das ist eine richtig große Flasche, 500 Milliliter. Dann haben wir hier Pflegewirkung 3 von 4. Da gibt es anscheinend jetzt bloß wieder 4. Vorhin hat es 5 gegeben. Vielseitig einsetzbar mit Nikotinlöser. Und ich habe ja schon einige Schaumreiniger gehabt. Ich finde die auch echt super, weil eben der universell einsetzbar ist. Eigentlich im ganzen Innenraum kann man den nehmen. Reinigungsschaum zur Fleckenbehandlung auf Kunststoffen, Polstern, Textilien, Kunstleder im Fahrzeuginnenraum. Reinigt schonend und gründlich, entfernt selbst hartnäckigen Schmutz. Die Schaumrezeptur verläuft nicht und ermöglicht so eine mühelose Reinigung. Genau, und so habe ich das auch kennengelernt. Also ich habe das nicht jetzt von Nigrin, aber auch von einem anderen Hersteller. Auch universell eine
zeitlang eingesetzt und war damit sehr zufrieden, bis die Dose dann eben leer war. Und dann bin ich eben auf unseren normalen Copic-Reiniger umgestiegen. Aber ich freue mich jetzt wirklich, dass ich jetzt wieder so einen Aktivschaumreiniger habe, weil mit dem war ich wirklich sehr zufrieden. Und passend hierzu haben wir natürlich auch eine Polsterreinigungstuch. Kann man natürlich auch für andere Sachen hernehmen. Das ist jetzt allerdings ein bisschen, muss ich sagen, nicht so toll verarbeitet. Hier, da löst sich das Ganze, die ganze Vernähung, die ganze Naht hier auf an mehreren Stellen. Also da hätte man ein bisschen genauer arbeiten sollen. Und das ist jetzt hier an mehreren Stellen so der Fall. Hier innen auch, ja. Also bei den anderen sieht es teilweise. Sieht es auf jeden Fall besser verarbeitet aus. Ja. Also hier kleiner Minuspunkt schon mal, so von der Optik her. Genau, den werde ich auf jeden Fall auch beim Polster bei unserem Riva ausprobieren, weil da haben wir einige Flecken von den Kindern drin. Da hat es öfters mal Essensreste gegeben, die, das mag ich ja gar nicht, wenn man im Auto isst, aber bei Kindern kommt es halt immer mal wieder vor. Und von daher probieren wir da auf jeden Fall diesen Schaumreiniger hier aus, ob der die Flecken wieder rauskriegt. Jo, das waren die vier Produkte und die vier passenden Tücher dazu. Jetzt geht es natürlich ans Reinigen, ans Ausprobieren und dann werde ich meine Testberichte auch abliefern, natürlich pünktlich. Und dann freue ich mich schon aufs nächste Paket. Ich hoffe, euch hat es ein bisschen gefallen. Ich packe euch die ganzen Links zu den Produkten unten in die Videobeschreibung rein. Und dann würde ich mich freuen, wenn ihr mir abonniert. Dann verpasst ihr auch nicht, wenn ein neues Paket kommt. Und am besten die Glocke drücken. Und für dieses Video würde ich mich über einen Daumen nach oben natürlich sehr freuen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.